Schönen guten, mein Lieben. Da sind wir wieder. Und ja, neue Folge, neues Glück. Neue Rüstung, letzte Folge bekommen und so, ne? Und jetzt wollen wir mal gucken. Hier ist ja noch ein bisschen was. Also es ist jetzt hier quasi der Vorhof zum Schmied. Also hier kann man nichts machen, oder? Liegt da was? Nö, das wäre ja natürlich ein Ding, ne? Genau. Und jetzt können wir da vorne, dann geht es nämlich auch noch runter. Da liegt auch noch irgendwo was. Da leuchtet nämlich. Das ist aber leider nicht der einzigste. Einzige heißt es, liebe Leute. Einzige. Und ja. Diesen Dämonenspell, den er da schmeißt, den haben wir übrigens auch. Allerdings habe ich noch nicht ausprobiert. Der macht also Blitzschaden, das wissen wir ja schon. Und aber wie der jetzt ist, so vom, weiß ich nicht. Ne? Ich habe ihn noch nicht benutzt. Ob man jetzt auch werfen kann oder so. Wie er hier. Wäre natürlich cool, wenn du jetzt ganz runterfallen würdest, Kumpel. Den Gefallen tust du mir aber nicht, ne? Also ich bin sehr, ich finde es gut. Ja, die Rüstung finde ich geil. Die gefällt mir gut. Das ist also, ich glaube, ne, die beste Rüstung quasi gegen alles. Also insgesamt so gesehen ist von Havel. Die haben wir ja auch, aber die ist sowas von schwer. Die kann kein Schwein anziehen, ja. So, bei dem kennen wir das Spiel, aber das machen wir auch ein bisschen anders. Wir gehen da runter. Und tschüss. Einfach nur ein bisschen blocken, dann fliegt er schon von alleine runter. Und hier gibt es einen grauen Brocken. Ja, brauchen wir, um Blitzwaffen aufzuwerten. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich meinen Blitzclaymore machen, ne? Weißt du? Aber ich habe das im anderen Let's Play. Ach, Let's Play. In meinem anderen Spiel auf der PlayStation gemacht. Und eigentlich bin ich gar nicht so sehr begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. 2000 Seelen haben wir, die müssten reichen. Ne? Da können wir mal nochmal eben gucken. Ausrüstung, Mann. Ne? Da könnte ich ein Blitzbastard-Schwert draus machen, seht ihr ja, ne? Dafür habe ich das eigentlich gemacht, ne? Das Claymore könnte ich auch. Aber das Bastardschwert macht ein bisschen mehr. Das Claymore weiß ich noch nicht, ne? Vielleicht besser Feuer. Also irgendwie ist Feuer auch viel, Feuerwaffen sind einfach effektiver irgendwie. Die kannst du fast überall ganz gut benutzen, ne? Straft mich Lügen. Egal, ich mache jetzt dieses Blitz-Bastard-Schwert. Und für das Claymore überlege ich mir noch was anderes. Vielleicht mache ich das einfach hoch. Aber eigentlich wollte ich den Zweihänder hoch machen. Vielleicht lasse ich mir dafür noch was anderes einfallen. Mal sehen. Blitz-Bastard-Schwert wollte ich auf jeden Fall machen noch. Das machen wir jetzt zu Blitz-Bastard-Schwert umgewandelt. Gut. Dann können wir das Ding auch verstärken. Und zwar mit grauen Brocken, ja, die gibt es nicht so oft, die kann man aber auch farmen irgendwo, ja. Mache ich jetzt alles richtig? Ja, ich mache das ein bisschen hoch, soll's. So, jetzt fehlt uns noch ein Brauer, ein Brauerbocken fehlt mir noch. Ja, ich versuch's mal lieber, ich komme so oft ich kann und soll und hätte. Mein Blitz macht schon mal ein bisschen mehr Schaden als das Feuer, aber insgesamt nicht so richtig gut. Wir können das mal ausprobieren, das Ding ist ja kein Ding mehr. 92 war der Schaden bei den Dicken da, ne? Also hier geht es ja auch nicht weiter, oder? War da noch was? Ne, ich glaube, das war alles hier. Da war doch jetzt nichts mehr zu holen. Wir können ja mal einmal ums Eck gehen, ne? Warum nicht? Ich meine, dafür sind wir ja hier. Ich meine, warum denn nicht? Ich meine, also was ja. Da war nichts mehr in der Ecke. Man muss schon mal gucken in den Ecken, weil da verbirgt sich dann schon mal was. Schon mal. Und alle Stellen auswendig so kenne ich jetzt auch nicht, ne? So, hier ist ja auch nichts. Also, ne, alles klar. Hier gab es nur dieses eine Ding. Den grauen Brocken, der da lag, glaube ich, ne? So, dann könnten wir jetzt hier lang oder nach innen durch, ne? Wir könnten ja auch innen lang gehen. Das wäre ja auch nicht das Problem. Also, wir haben jetzt dieselben Rüstungen wie er hier eigentlich, ne? Oder? Ja, so ziemlich. Er hat dieses Dings nicht. Warum hast du mich da weggeschossen?
da haben wir jetzt keinen Schaden gemacht. Mal schauen, ne? Na nun komm, mach was. 123, ja, das ist aber nicht das gleiche, ne? Ich glaube nicht, das sind dieselben. Das sind nicht dieselben, meine ich so. Also könnte ein bisschen mehr. Ihr seht, jetzt macht der Blitzschaden halt, ne? Bzzzt, macht das die ganze Zeit. Wir haben schon wieder eine riesen helle Bade. Ist ja geil. Ist ja. Ich hätte gerne mein Schwarzritter Großschwert, liebe Leute. Oder einfach nur ein Großschwert wäre auch schön. Naja, egal. Wir können jetzt hier reingehen wieder. Der da juckt nicht. Der geht auch wieder zurück. Wenn er hier weiß, dass wir nicht kommen. Dass wir nicht kämpfen wollen. Genau, da geht er nämlich schon zurück. So, und hier können wir jetzt loslegen mit dem Kollegen. Den hatten wir ja gerade schon mal, ne? Und eins, ja, ein bisschen mehr. Aber ja, besser als nichts, ne? So, ja, ich bin ein bisschen angespannt dann, ne? Dann sage ich nicht so viel, ist euch schon aufgefallen, ne? Was gibt's hier? Grauer Brocken? Jawohl, hier kann man die nämlich auch bekommen. Mit diesem grauen Brocken könnten wir jetzt mal losgehen zum Schmied. Uns fehlte nämlich einer, dann können wir unsere Waffe noch einen höher bauen. Und das wäre doch nicht schlecht, oder? Da hätte ich doch was übrig für. Mal gut, doch. Reden, hallo, ja, schmieden kann ich, kräftig bin ich, so sieht's aus, Junge, Waffe verstärken, Silberritter, Ja, ich überlege auch noch mit dem Silberritter, ne? Also hier, grauer Bocken, Blitzbastard, Schwert, ein verstärken noch bitte, dankeschön. Und auf plus 5 hätten wir dann die stärkste oder die höchste Stufe einer Blitzwaffe erreicht, ja. Mal ruhig da. So, und dann gibt es den da noch, aber es gibt noch einen anderen, den wir sie gar nicht gesehen haben. Oder haben wir den schon gesehen? Ja, bestimmt. Oder gehört zumindest. Hier oben steht nämlich noch ein Bogenschütze und den macht man am besten zuerst weg. Ja. Da geht's lang. Das ist jetzt eigentlich kein Problem. Viermal drauf geklopft, fertig. Viele runterfallen, Digga. Mach doch keinen Scheiß hier mit mir. Den machen wir noch weg, hoffe ich. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Also Schaden kann ich sehen lassen. Was ist denn ein Schlag hier? 119. Wie viel waren es gerade? War das nicht mehr? Schade. Geschafft, ne? Wunderbar. Boah, Mensch. Oh, cool. Grauer Brocken hier, wunderbar. Drei Stück brauchen wir noch. Oder ne, noch einen und danach drei, ne? Glaube ich. Oder brauchst du eine Scholle oder was? Ne, die Scholle war, glaube ich, was anderes. So, rein theoretisch sind wir soweit durch. Na? Wir könnten da jetzt hin. Aber wir wollen noch nicht. Wir wollen noch ein paar Sachen machen. Wir wollen einmal in diesen Finstermond-Seance-Dingen, glaube ich. Oder wollen wir da nicht rein? Oder wollen wir das hier zuerst machen? Und was gibt's da noch? Da gibt's da noch was. Die gemalte Welt. Oh ja. Die ist geil.
Oh, die ist geil, Leute, die ist geil. Oh, ich liebe es. Aber ich müsste eh nochmal ans Leuchtfeuer, um mich hier lebendig zu machen. Falls wir den Boss hier machen. Weißt du, was ich meine? Aber wir könnten ja zumindest schon mal ins Dingens gehen, ne? Da unten hin. Also Wendelin, ich werd den sowieso als erstes töten. Ich muss den töten, damit wir auch die Seele bekommen. Genau, das wäre vielleicht eine Idee. Allerdings weiß ich nicht, was passiert, wenn man den zuerst tötet, ne? Irgendwas stimmt doch da nicht, dann. Weiß ich nicht mehr. Egal, wir drehen mal am Hebel. Eigentlich wollte ich zum Feuer. Wenn man jetzt Pech hat und hier unten stirbt und dann ans Leuchtfeuer, wo komme ich denn hin? Nach oben in die Dings, ne? Dann geht's noch, ne? Wenn ich jetzt da hinten im Leuchtfeuer gewesen wäre, dann ist da ja kein Hebel, weißt du? Dann komme ich da nicht rein. Dann komme ich hier nicht mehr hin. Wir könnten mal gucken. Also um diesen Fahrstuhl hier zu rufen, ist kein Hebel da, ne? Okay, hier geht's weiter. Erstmal jedenfalls. One-Hit. Weil. Nehmen wir mit. So, wir gucken einfach mal, was da liegt. Und holen uns das mal ab. Und da hinten liegt auch noch was. Das ist auch eine ziemlich. Oh, nicht zu dritt, Leute. Stimmt ja nicht mit euch. Boah, die hauen immer schön Ausdauer weg, ne? Boah. Das war eng. Ausdauer. Ja, Sahne, würde ich sagen. Sahne. Gehabt. Alter Schild. Da kommen wir nochmal. Wir müssen eh ins Feuer. Danach. Wir holen uns nur das Item hier nochmal eben schnell. Würde ich behaupten. Was wir da hingeschmissen haben und das andere. Hm, vielleicht. Mal gucken. Haben wir irgendeinen aktiviert schon? Nee, ne? Steht da noch was? Ja, laufen wir hin. Laufen wir weg. Boah, immer so ein bisschen so laufen, damit die Teile nicht treffen, wenn denn mal noch einer schießt. So, ein paar kommen nach, irgendwie zwei oder drei, keine Ahnung. Oder einer. Hä? Alles klar bei dir? Wir brauchen eine Menge Ausdauer, ne? Funny, die anderen gehen wieder zurück. Hier gibt es noch was zu einzusammeln. Was haben wir da? Ein Gemäldehüterschwert. Ja, das hatten wir schon. Ne? So, und dann gibt es da hinten noch was. Das holen wir uns auch noch mal schnell. Wir sind ja gerade hier. Dann gibt es eigentlich die Frage, ob wir in die gemalte Welt eindringen vorher. Natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, ob da irgendwie in der Reihenfolge dann was ist. Weißt du, wie ich meine? Wenn wir jetzt die Reihenfolge. Wenn ich die jetzt anders machen würde als in meinem Let's Play. Ach, in meinem Let's Play, in meinem Spiel da, ne? Der hat mich gebacksteppt. Ist nicht dein Ernst. Ich lebe noch. Nein, doch. Ich muss jetzt echt einen Estus trinken, ne? Oh, schön ist jetzt. Reicht's aber hier. Gib mir die Messe. Und hier gibt's eine Rüstung. Jawohl, die Schwarzeisenhelm und bla 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 bla. Und Leiche plündern. Und das Großschwert. Oh, das Schwarzeisenschild. Ja, hier gibt es geile Sachen, Leute. Und die wollen wir uns angucken. Und die wollen wir auch haben. Und vor allem das Großschwert. Da bin ich nämlich schon die ganze Zeit scharf drauf.
Denn das wollte ich unbedingt haben. Ich wusste nur nicht mehr, wo man es aufheben kann. Man konnte es kaufen irgendwo. Aber das habe ich wohl verpasst anscheinend. Also beziehungsweise habe ich da noch nicht wirklich dran gedacht. Ne? In dem Augenblick. So, jetzt fahren wir nochmal schnell hoch. Und natürlich möchte ich mein Schwert da ausbilden, weil das fehlt uns noch. Wir haben jetzt eine geile Rüstung, jetzt brauchen wir nur noch ein geiles Schwert, ne? Jo. Und eventuell brauche ich noch ein paar Seelen. Mal gucken, wie ich es mache. Bisschen farmen und so, ne? Warum nicht? Ja, die Wege, ne? Wisst ihr, es ist ein bisschen weit zu laufen, aber sonst... Ich nehme euch noch kurz mit, oder? Wollt ihr sowas sehen? Ich meine, falls überhaupt noch einer guckt. Wollt ihr denn überhaupt sowas sehen hier, wie ich Waffen schmiede und so, Kramkrams? Also ich gehe jetzt nochmal, wir machen es erstmal so. Ich gehe jetzt einfach mal zum Schmied, beziehungsweise sind wir da jetzt schon gar nicht angekommen. Das seht ihr ja. Und dann gehe ich ans Leuchtfeuer und dann werde ich erstmal überlegen, was ich mache. Als nächstes. Gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann weiß ich Bescheid. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.